Alles anders im Jahr 2020. Maskenpflicht im Bus, Maskenpflicht im Kabinengang und eine Halle ohne Zuschauern. Mit strengen Wegen für alle, die sich in der Halle aufhalten. Selbst beim Warmmachen vor der Kabine muss die Maske getragen werden. Erst beim Warmmachen auf der Platte durften sich die Spielerinnen ohne Maske bewegen. Ja, es geht so, ist verbesserungsfähig, aber ich denke, damit müssen wir uns anfreunden. Und ja, das ist die Hauptsache ist, wir können die Spiele wirklich austragen und uns auf die Europameisterschaft vorbereiten. Getan wurde trotzdem alles, um ein einigermaßen normales Spielgefühl herzustellen, inklusive Einlaufen, Vorstellung und Hymne. Ja, schon ziemlich komisch. Also auch die Hymne, man hat jedes Wort von den Mitspielern gehört. Die Schiedsrichterentscheidung hat man mal mitbekommen, wie viel die eigentlich miteinander reden, so auf dem Spielfeld. Ich hoffe, das ändert sich bald, aber ich bin froh, dass es überhaupt ausgetragen werden kann. Auch beim Spielverlauf gestern hätten die Fans unserem Team höchstwahrscheinlich gut getan. Ja, vor allem wenn das Spiel dann so läuft, ist es noch komischer. Ich meine, vor 2 Tagen mit einem Sieg ist es dir egal, aber jetzt ist es schon so ein bisschen düstere Stimmung. Ja, wir haben es einfach nicht geschafft, selber uns da aufzuheizen. Aber es hilft nichts. Auch bei der EM im Dezember werden wir wohl oder übel auf Anfeuerungsrufe von außen verzichten müssen. Ja, natürlich war es schade, dass wir jetzt hier keine Zuschauer haben konnten. Aber ich finde, dass wir sowohl vorgestern als auch heute trotzdem innerhalb des Teams eine sehr, sehr gute Stimmung hatte. Die Bank hat gut gearbeitet, hat uns gut motiviert, die Leute, die auf dem Feld waren. Und ich glaube, da haben wir das so gut wie möglich kompensieren können.